Ja, wir sind jetzt hier im Innenhof vom Lehrsaalgebäude. Man erkennt es eigentlich sehr gut einfach an dieser Dreigeschossigkeit. Ich habe vorher schon gesagt, die beiden Gebäudeteile, Dienstgebäude, Lehrsaalgebäude, unterscheiden sich über diese Geschossigkeit. Der Hof ist auch dadurch deutlich größer, einfach weil er auch größeres Volumen hat. Was man hier eigentlich sehr gut sieht, ist die Begründung oder eigentlich die ursprüngliche Idee für dieses vorgesetzte, wir nennen es Betonregal, also diese Betonstützen mit den Balken davor, die letztendlich die Geschossigkeit widerspiegeln, aber die auch diese Heterogenität dieser dahinterliegenden Räume etwas überspielen soll. Wir haben ja Lehrsäle hier in diesen Räumen untergebracht, die aber ganz unterschiedliche Funktionen haben. Also es ist nicht wie bei einer klassischen Hochschule, wo alle Lehrsäle gleich sind, sondern hier ist jeder Raum eigentlich ein Spezialraum mit entsprechender Ausstattung, mit entsprechenden Geräten, die hier impliziert sind. Aus dem Grunde sind diese Räume ja unterschiedlich groß, haben auch unterschiedliche Befensterung. Und an manchen Stellen hätte sich dann eine relativ skurrile Fassadenstruktur ergeben, hier zum Beispiel, die quasi über dieses gleichmäßige Raster, das eben über diese Betonbalken und Platten entsteht, überspielt wird, sodass das Gebäude ja doch insgesamt relativ ruhige Struktur hat und nicht so wirr und durcheinander kommt. Also das war, ich sage mal, der erste Grund, wobei es natürlich dann auch andere Funktionen gibt, die diese Elemente mit abdecken sollen zu können. Also wenn ich das als Maler sehe, ja, dann sehe ich es natürlich genau so, wie wir das eben schon kurz angedeutet hatten, dass das im Grunde malerisch wirkt wie ein Licht dann, ne, auf der dunklen Fassade. Das ist der Kontrast, den wir innen auch haben. Genau, also wir haben sie aus dem Grunde auch ganz bewusst sehr, sehr hell gemacht. Ja. Wir haben auch lange darüber diskutiert, über die dunklere Fassade, die aus dem Grunde dunkler ist, um einfach diesen Wechsel zwischen Fenstern und geschlossenen Flächen nicht zu stark in den Vordergrund treten zu lassen. Und bei dem Beton haben wir einen sehr, sehr hellen Beton gewählt. Und wir haben es dadurch gelöst, dass wir das interessanterweise einfach mit einem Hochofen Zement gemacht hat, der also deutlich, deutlich heller kommt als die üblichen Zemente, die wir sonst so kennen. Und wenn man die Fassaden des Dienstgebäudes sieht, also die hier im Prinzip, sage ich mal, eigentlich weitestgehend identisch sind, sie haben nur kleinere Fenster, sie haben kleinere Strukturen, sie haben eben vier Geschosse statt die drei Geschosse, die wir hier haben, ist es aber so, dass man auf den ersten Blick, wenn man da drin ist, eigentlich sagt, es ist doch dasselbe. Ja? Es ist dieselbe Struktur, dieselbe Art und Weise der Architektur, wie sie agiert. Und es war auch Ziel zu sagen, es ist ein Gebäude. Ja, Rolf, jetzt stehen wir in der zentralen Halle unseres gemeinsamen Werks. Was mich eigentlich immer beeindruckt oder was ich besonders finde, ist eigentlich, dass hier deine Kunst und die Architektur wirklich, ich sag mal, zueinander gehen, harmonisch miteinander agieren. Das Ganze ist ja im Wettbewerb entschieden worden. Wie kamst du denn auf die Idee? Na gut, im Grunde gehe ich von der Architektur aus. Das heißt, ich hatte von euch diese Modellfotos und habe dann genau geguckt, wie die Struktur des Gebäudes aussieht. Und was für mich der entscheidende Punkt damals war, das war diese Fensterordnung, die sich ja in diesen langen, schlanken, rechteckigen Formen übers Gebäude zieht. Also das ist auf der Seite so von dem Treppenhaus und ist auf der Seite so. Und so gucke ich dann bei mir, es ist zugegeben intuitiver Prozess, ja. Ich gucke mir das an, kenne meine Malerei und mache dann Versuche mit Bildern. Wie funktioniert das? Was kann ich hier machen? Und dann ist es tatsächlich so, dass es in dem Fall so eine glückliche Übereinkunft ist, ja, zwischen der Architektur, der Struktur der Architektur und eine Bildstruktur, die es gab. Und da flutschte das so zusammen und dann kann man später darüber nachdenken, wie baut man das aus? Also wie gehe ich her und berücksichtige dann zum Beispiel diese Dimension oder wie ist das Verhältnis von Fenstergröße zu meinen Fliesengrößen. Das sind dann formale Fragen, die schließen sich später an. Ja. Aber zunächst einfach ausprobieren, zu gucken, Gebäude genau anzugucken, dann diese fantastische Treppe. War zum Beispiel auch so ein Punkt, ja, die dann später ja zur Verwendung kommt. Also da wird ja dann quasi ausgehend von den Fenstern, auf die Bezug genommen wird ursprünglich,
auch auf die Brüstung dann. Die wird ja dann quasi als Malerei, aber können wir nachher noch genauer sprechen, verwendet. Und so kam das eigentlich. Wo ist der? Also ich sage mal, das Besondere an dem Raum ist ja eigentlich wirklich, ich sage mal, diese Treppe. Man kann sagen, sie hat schon so einen skulpturalen Charakter. Wir haben ja zwei Gebäude, die einfach unterschiedliche Geschosshöhen haben. Also ja, genau. Das Lehrsaalgebäude drüben und hier das Dienstgebäude. Wir haben da drüben drei Geschosse. Und es hat einfach dazu geführt, dass wir, um diese Geschosse miteinander zu verbinden, um, ich sage mal, die beiden Eingänge im Erdgeschoss zu erschließen, sich praktisch diese Treppenskulptur, nenne ich es jetzt schon fast, ohne jetzt da künstlerisch werden zu wollen, genau. Ergeben hat. Und diese Verbindung mit der Treppe ist eigentlich das, was jetzt eigentlich so diesen Raum aus meiner Sicht schon auch besonders macht. Und es macht ihn besonders eben, weil, das spürt man eigentlich auch, weil die Kunst da auf diese Situation eingeht. Nicht dagegen arbeite, sondern eigentlich diese Geometrie, die sich aus diesen Treppen ergibt, eigentlich eher steigert und klarer macht. Sicher auch der Farbkontrast, die hellen Brüstungen zu den dunkleren Wänden. Und da ist vielleicht anknüpfend auch die Idee von mir, also an dieses Grundsetting der Architektur, zu sagen, das Licht, das von außen kommt hier, das die Bedeutung für diese Situation hat als Aufenthaltsort, weiter zu verwenden, fast so in dem barocken Sinne, dass man Illusionsraum schafft durch Licht, sodass der Raum, wenn man sich hier aufhält, eben dann zumindest imaginär ein Stück weitergeht, sodass man diesen Raum dann ein Stück weit weitet und dieses Licht in den Wänden sich befindet. Und ich meine, man kann es auch wahrnehmen, wenn man so ein bisschen hinguckt, dass sich diese Wand dann nicht dicht und starr verhält, wie sie das materiell eigentlich tut, sondern dass sich das durch das feine Licht bewegt. Ja? Dass sich so Räume ausbilden zwischen diesen Stegen, die dann im Grunde gleichsam durchlaufen wie diese Fensterrahmen nach unten, nur eben dann gebrochen erscheinen. Grundsätzlich ist es so, dass wir die Schatten, die wir hier drüben sehen, diese Seite darstellt. Also das ist so eine Frage nach dem eigenen Standpunkt dann so, die dahinter vielleicht tiefer sich noch verbirgt, als das Licht- und Schattenspiel, das jetzt hier an der Wand funktioniert. Aber es ist so, dass die Treppenskulptur, ich nenne sie auch mal so, quasi das Licht jetzt darstellt in dem Bild und das Schatten, wie du sagst, über die Malerei auf den Fliesen dann sichergestellt ist, sodass es dann nochmal eine Verbindung gibt, dass man das eigentlich dann gar nicht getrennt sehen kann voneinander, wenn man da hinguckt. Du siehst immer das Licht über die Brüstung und du hast dann, und das macht das Auge nämlich an, relativ eigenständig, du hast dann sofort den Bezug zum Schatten. Wenn man hinguckt, hat man im Grunde eine durchgängige, strenge Grammatik. Da ist kein großes, brauchen wir das noch, sondern die Architektur ist klar und die Antwort ist eigentlich auch, wie sagt man, ziemlich streng gegeben, Wenn auch das vielleicht Malerei ist, die anders entstanden ist im Atelier,